Liebe Gemeinde, heute am Gründonnerstag vor 1990 Jahren hat Jesus mit seinen Jüngern das heilige Abendmahl gefeiert. Und dann ist er zum Beten in den Garten Gethsemane gegangen. Und dort hat er aus dem Gebet heraus die Entscheidung gefällt, nicht zu fliehen, sondern sehenden Auges in den Tod zu gehen, um uns von unserer Schuld und dem Tod zu erlösen. Welch eine bewundernswerte und mutige Entscheidung. Heute, vor 75 Jahren, wurde Dietrich Bonhoeffer im Konzentrationslager hingerichtet. Der Christ, Pfarrer und Theologe Dietrich Bonhoeffer hatte versucht, sich dem Massenmörder Hitler entgegenzustellen, gemeinsam mit einigen Freunden. Deshalb wurde er dann von Hitler hingerichtet. Wir hören, singen und sprechen in diesem Gottesdienst Texte von Dietrich Bonhoeffer. Wir singen das Lied »Von guten Mächten wunderbar geborgen«, das er noch im Konzentrationslager gedichtet hat. Dieser Gottesdienst heute ist ein meditativer, ein ruhiger und besinnlicher Gottesdienst. Er endet mit dem Lied »Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet«. Es ist die letzte Bitte, die Jesus an seine Jünger gerichtet hat. Dieser Gottesdienst klingt damit einfach aus und wird am Karfreitag dann fortgesetzt, nur unterbrochen durch die Nacht. Wenn Sie in diesem Gottesdienst das Abendmahl mitfeiern wollen, dann decken Sie sich einfach den Tisch vor sich und stellen Sie sich Brot und Wein oder auch Traubensaft statt Wein vor sich hin. Und wenn ich dann im Gottesdienst spreche, nimm hin Christi Leib für dich gegeben, dann nehmen Sie das Brot und essen davon. Und wenn ich Ihnen zuspreche, Christi Blut für dich vergossen zur Vergebung aller Sünden, dann nehmen Sie den Wein oder den Traubensaft und trinken davon. So können wir miteinander heute das Abendmahl feiern. Zugelassen zum Abendmahl sind alle, die konfirmiert sind oder die in ihrer Kirchengemeinde zum Abendmahl zugelassen sind. Die nächsten Gottesdienste sind dann am Karfreitag um 9.30 Uhr, Gottesdienst mit Beichte und Abendmahl, und am Ostersonntag um 9.30 Uhr der Osterfestgottesdienst. Am Ostermontag haben wir keinen Gottesdienst, den wir auf unserer Homepage stellen. Die Angebote für Kinder und Jugendliche finden Sie auf der Homepage des CVM. Wir stimmen uns jetzt ein mit dem Lied »Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet«. Thank you.
Wir beten mit einem Gebet von Dietrich Bonhoeffer. Gott, zu dir rufe ich. In mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin mutlos, aber bei dir ist die Hilfe. Ich bin unruhig, aber bei dir ist der Friede. In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Das Evangelium steht bei Johannes im 13. Kapitel. Vor dem Passafest erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und nach dem Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, ins Herz gegeben hatte, dass er ihn verriete. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Da stand er formal auf, legte seine Kleider ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und zu trocknen mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm: Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Spricht zu ihm Simon Petrus: Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm: Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Er ist vielmehr ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er wusste, wer ihn verraten würde. Darum sprach er: Ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt euch auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ehre sei dir, Herr. Lob sei dir, Christus. Dietrich Bonhoeffer hat auch ein Glaubensbekenntnis verfasst. Alle, die möchten, können es zu Hause mitbeten. Sie können aber auch einfach zuhören und es mit den Augen verfolgen. Wer möchte, spricht jetzt mit mir das Bekenntnis von Bonhoeffer. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus,
damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müssten alle Ängste vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Amen. Wir singen den ersten Vers und den Refrain von dem Bonhoeffer-Lied von guten Mächten. Liebe Gemeinde, ich zeige Ihnen heute ein Andachtsbild, das hier in der Sakristei unserer Selbitzer Kirche hängt. In der Mitte kniet Jesus. Er hat ein rotes Gewand. Er trägt einen Heiligenschein. Jesus betet im Garten Gethsemane. Er ringt mit Gott. Seine linke Hand streckt er zu den drei Jüngern. Rechts im Bild sind Petrus, Jakobus und Johannes. Sie sitzen da mit geschlossenen Augen. Sie sitzen da, weil sie nicht einschlafen wollten. Sie wollten mit Jesus beten. Aber trotzdem sind sie im Sitzen eingeschlafen. Jesu rechte Hand streckt er zu einem Engel aus. Der Engel trägt mit beiden Händen einen silbernen Kelch. Der Kelch ist umflutet von Licht. Es ist der bittere Leidenskelch. In dem Kelch ist Folter, Verspottung und Tod am Kreuz. Jesus muss sich entscheiden. Er kann sich umdrehen, seine Jünger wecken und aus der Stadt Jerusalem fliehen. Oder er streckt seine Hand weiter aus und ergreift den Kelch, den der Engel ihm reicht. In dieser Stunde der Entscheidung spricht Jesus ein Gebet. Wir lesen es unter dem Bild in lateinischer Sprache. Non mea voluntas, sed tua fiat. Auf Deutsch, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus ist bereit, sein Leben und seine Zukunft zu opfern, damit Gottes Pläne zum Ziel kommen. Welch eine gewaltige und mutige Entscheidung. Beim letzten Abendmahl hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Jetzt im Gebet kann Jesus sich noch einmal entscheiden. Gott zwingt ihn zu nichts.
Er kann sich wieder dem Zugriff der Feinde entziehen, wie er es in den letzten 3 Jahren immer wieder getan hat. Aber diesmal entscheidet er sich anders. Er ergreift den Leidenskelch, den ihm der Engel reicht. Er macht dadurch das heilige Abendmahl zu einer prophetischen Zeichenhandlung und zu einem Sakrament. Jesus gibt seinen Leib und sein Blut, damit wir gerettet werden aus Schuld und Tod. Welch ein mutiger Lebensretter haben wir! Da kann ich nur staunen. Immer wieder fragen Menschen, ist denn meine Schuld wirklich so schlimm, dass Jesus das erleiden und dafür sterben musste? Manche fragen, ist denn die Schuld der Menschheit wirklich so schlimm? In den letzten Tagen bin ich immer wieder angesprochen worden, gerade in dieser Corona-Krise, und Leute haben zu mir gesagt, Herr Pfarrer, die Menschheit ist auf dem falschen Weg. Wir töten und zerstören alles, was Gott geschaffen hat. Menschen, Tiere und Pflanzen. Jesus spricht in der Bergpredigt von einem breiten Weg ins Verderben, auf dem die große Mehrheit der Menschen geht. Viele Menschen erkennen jetzt in der Corona-Krise, wir sind tatsächlich auf diesem breiten Weg ins Verderben. Kriege, Plastikmüll, CO2, Nitrat und viele Gifte nehmen stetig zu. Dadurch ist alles Leben auf der Erde bedroht. Ist unsere Schuld wirklich so schlimm? Die Antwort lautet ja. Wir begehen das schlimmste Verbrechen, das überhaupt möglich ist. Wir töten gerade alles Leben auf dieser Erde. Das ist die bittere Wahrheit. All dieses Leben hat Gott aus Liebe geschaffen. Und es ist wunderschön, dieses Leben, voller wunderbarer Farben und Formen. Da sind die Blumen, die Schmetterlinge und die Vögel, die so wunderschön singen. Jesus ruft uns zu, kehrt um von eurem falschen Weg. Wenn wir uns entscheiden, umzukehren, dann werden wir kämpfen müssen. Genau wie Jesus kämpfen musste. Er musste kämpfen im Garten Gethsemane und alles niederringen, was in ihn hindern wollte, diesen schweren Weg zu gehen. Es war ein schwerer innerer Kampf, den Jesus kämpfen musste. Und auch wir müssen einen inneren Kampf kämpfen, wenn wir uns entscheiden, dass wir umkehren wollen von unseren falschen Wegen. Der eine von uns wird dann vielleicht gegen die Plastikberge in seinem Haus kämpfen. Ein anderer gegen das Nitrat und die Gifte auf seinem Acker. Wieder ein anderer gegen seinen eigenen CO2-Ausstoß. Andere wieder werden darum kämpfen, dass sie mehr Zeit haben für ihre Kinder, für ihre Eltern und für ihre Großeltern. Wieder andere werden kämpfen gegen die Fake News, die sie bisher im Internet verbreitet haben. Jesus hat es ganz viel gekostet. Sein Leben, seine Zukunft, alles hat er geopfert, um uns zu retten. Da ist es nur recht und billig, dass es auch uns wirklich etwas kostet. Es darf uns etwas kosten, dass wir darum kämpfen, von unserem bösen Weg wegzukommen.
ich selber bin mit ihnen auf dem Weg. Ich habe auch begonnen, das, was ich als falsch erkannt habe, da den falschen Weg zu verlassen, auf dem ich war. Und ich lade sie ein, dasselbe zu tun. Kehren Sie um und ändern Sie das, was Sie als falsch erkannt haben. Amen. Wir singen jetzt von dem Lied von guten Mächten wunderbar geborgen, den 5. Vers und den Refrain. Bevor wir das Abendmahl Christi empfangen, wollen wir uns selbst prüfen. Diese Corona-Krise hilft uns zu erkennen, wo wir bisher auf einem falschen Weg waren. In der Stille hat jeder von uns jetzt die Möglichkeit, Gott das zu sagen, was er oder sie als falsch erkannt hat, und Gott um Vergebung zu bitten. Wir werden still. Lasst uns beten. Wir beugen uns vor dir, dem dreieinigen Gott, und bekennen unsere Schuld. Wir haben dir nicht gedankt dafür, dass du uns mit Luft, Nahrung und Licht versorgt und uns beschützt hast. Wir haben in unserem Alltag nicht nach deinem Willen gefragt. Wir haben deine Gebote missachtet und nicht geholfen, wo wir hätten helfen können. Wir haben mit beigetragen dazu, die Menschheit auszurotten und das Leben auf Erden auszulöschen, durch unseren Plastikmüll, unsere Autofahrten und Flüge, unsere Pflanzen- und Insektengifte, unsere Kriegswaffenexporte und vieles mehr. Viele von uns haben sich nicht genug Zeit genommen für die Beziehung zu Gott, zu unseren Kindern, unseren alten Eltern und Großeltern, unseren kranken oder alten Nachbarn. Wir bitten dich um Jesu Christi willen. Herr, vergib uns unsere Schuld. Wir kehren um von unseren verkehrten Wegen. Mach diese Krise zu einer Chance, dass wir umkehren zu dir, dem lebendigen Gott, zu unseren Mitmenschen und Mitgeschöpfen. Hilf uns, dass wir lernen, dich, deine Menschen und deine Geschöpfe zu lieben und liebevoll für Menschen und Tiere zu sorgen. Amen. Vor dem heiligen Gott frage ich einen jeden von euch: Bekennst du, dass du gesündigt hast, und bereust du deine Sünden? Und bist du bereit, sie wieder gut zu machen, soweit das noch möglich ist? So antworte ja. Ja. Bittest du um die Vergebung deiner Sünden, um Jesu Christi willen? So antworte ja. Ja.
Glaubst du auch, dass die Vergebung, die ich dir zuspreche, Gottes Vergebung ist? So antworte ja. Ja. Wie ihr glaubt, so geschehe euch. Was Gott euch schon einmal in der Taufe geschenkt hat, Vergebung der Sünden und Befreiung von der Macht des Bösen, das wird euch heute neu geschenkt. In der Vollmacht, die Jesus Christus seiner Kirche gegeben hat, spreche ich dich frei, ledig und los. Dir sind deine Sünden vergeben. Im Namen Jesu. Amen. Jesus Christus, unser Heiland, lädt uns ein zu seinem Tisch. Er will uns Kraft und Zuversicht schenken, die ausgehen von seinem Sterben und Auferstehen. In der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab's seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach und sagte: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. So oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt in Herrlichkeit. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Amen. Wir singen: Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt. Du Lamm Gottes, dir du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, dir du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, dir du trägst die Sünd der Welt, gib uns deinen Frieden. Amen. Jesus lädt uns ein zu seinem Mahl. Er sagt zu euch: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Kommt, denn es ist alles bereit. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Nimm hin und iss, Christi Leib für dich gegeben. Nimm hin und iss, Christi Leib für dich gegeben. Nimm hin und trink, Christi Blut für dich vergossen zur Vergebung aller Sünden. Nimm hin und trink, Christi Blut für dich vergossen zur Vergebung aller Sünden. Christi Leib für mich gegeben. Christi Blut für mich vergossen zur Vergebung aller Sünden.
Jesus Christus spricht, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Und meine Schafe hören meine Stimme und ich gebe ihnen das ewige Leben. Lasst uns beten mit Worten von Dietrich Bonhoeffer. Herr Jesus Christus, du warst arm und elend, gefangen und verlassen wie ich. Du kennst alle Not der Menschen. Du bleibst bei mir, wenn kein Mensch mir beisteht. Du vergiss mich nicht und suchst mich. Dir sei Lob und Preis in Ewigkeit. Amen. Wir beten das Gebet, das uns Jesus selber gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hören nun eine Improvisation zu dem Lied von guten Mächten wunderbar geborgen. Als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da kam Jesus zu ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern: Setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wachet mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig,
aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und redete abermals dieselben Worte. Dann kam er zu den Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät.